Hast du wieder neulich geshoppt und auf der Rechnung steht Hammergeile GmbH und Co. KG? Und du hast keinen Plan, was das nun wieder für eine Rechtsform ist? Das sehen wir uns heute an. Also, ab geht's! Das erste, was du unbedingt wissen musst, ist, dass es sich um eine Mischform handelt. Wenn du eine rote und weiße Blume mischt, entsteht eine rosa Blume. Naja, oder so ähnlich. Im Gesellschaftsrecht wird die GmbH und Co. KG als zwei rechtlich getrennte Gesellschaften behandelt. Obwohl es sich um die Mischung zweier Rechtsformen handelt und damit gegen den NC verstößt, ist diese Mischform zulässig. Wenn man so will, ist die GmbH und Co. KG rechtlich gesehen eine Kommanditgesellschaft mit folgender Struktur. Der Komplementär und somit der Vollhafter ist die GmbH. Der Kommanditist und somit Teilhafter ist die KG. Was soll das bloß? Wie wir im Video zur KG gelernt haben, haftet der Komplementär einer KG voll. Die Kommanditisten haften nur bis zur Höhe ihrer Einlagen unmittelbar und die Haftung ist sogar ausgeschlossen, soweit die Einlage geleistet ist. Aber der Komplementär haftet eben. Dadurch, dass der Komplementär nun eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, kurz GmbH ist, wird die Haftung also beschränkt. Der Charakter der KG fällt weg. Die GmbH hat nach § 5 GmbH-Gesetz ein Stammkapital von mindestens 25.000 Euro, sodass die Haftung auf dieses Stammkapital reduziert wird. Und das ist der Hammer. Die Kommanditisten wiederum können ihre Haftung, rein hypothetisch, in dieser Rechtsform auf 1 Euro beschränken. Deswegen ist diese Rechtsform in Deutschland auch so beliebt. Die Voraussetzung ist eigentlich nur, dass die GmbH einen Geschäftsführer haben muss. Aber es reicht eben ein Geschäftsführer, es müssen nicht zwei sein. Der Zweck der GmbH ist es also nur, die Gesellschafterstellung bei der KG einzunehmen. Die GmbH wird durch den Geschäftsführer gerichtlich und außergerichtlich vertreten, nach § 35 Absatz 1 GmbH-Gesetz. Die Kommanditisten haben keine Vertretungsmacht nach § 170 HGB. Über die Vorteile haben wir jetzt ausführlich gesprochen, aber es gibt natürlich auch den ein oder anderen Nachteil. Nachteil ist zum Beispiel, dass wir immer zwei gesellschaftsrechtliche Vorschriften beachten müssen. Zum einen natürlich das HGB in Verbindung mit dem BGB für den KG-Anteil und zum anderen das GmbH-Gesetz für die GmbH. Ein weiterer Nachteil liegt in der doppelten Besteuerung und der Notwendigkeit, abweichende gesellschaftsvertragliche Regelungen vorzusehen. Du möchtest mehr über die Kommanditgesellschaft erfahren? Dann klicke hier links oder auf unsere Playlist für mehr Rechtsformen. Abonnieren freut uns sehr und bis zum nächsten Video. Mach's gut, ciao!